Dann geht's weiter. Amen. Ich bin Taxifahrer, ich schreibe kleine Märchen für Erwachsene. Ich liebe Hamburg und Hamburg hat einen Friedenstein. Er steht bei St. Georg, Friedenstein. Er ist alt, 1 Milliarde Jahre. Und er kann man erzählen, was passiert mit uns. Und ich kann ein bisschen Spaß haben bei diesem Märchen zum Schreiben. Friedenstein oder Märchen von Frieden. Ich habe einen Freund. Er ist alt, als 1 Milliarde Jahre alt. Er wohnt in Hamburg, in St. Georg, in der Stiefstraße 15. Er heißt Friedenstein. Schöner Stein. Er wiegt 30 Tonnen. Er liebt diesen Stein. Ich liebe diesen Stein. Im Sonntag von den Friedendemonstrationen an Jungfernstieg komme zu Ihnen und wir unterhalten. Erzähl mal, woher bist du? Warum heißt du Friedenstein? Ach, mein Freund, erzähl mein Stein. Von mehr als 100.000 Jahren liebte ich unsere Gegend kein Menschen. Land konnte man überhaupt nicht sehen. Eis und Schnee gedeckten alles. Das Eis war viele hundert Meter dick. Dann kommt eine warme Zeit. Eis taute langsam auf Steine. Steine, Lamm und Ton, Sand und Kitz senken durch die tausend Eis und bleiben liegen. Sie bedeckten das alte Gebirge. Auf diese Zeit komme ich. Die Hamburger, Harburger Berge, Blankenese und diese kleine Stein bei Petrikirche sind auch an diese Zeit. Und dann kommen erste Pflanzen, Bäume und Tiere. Wetter werden warmer und dann kommen die ersten Menschen. Zuerst waren sie glücklich. Sie fühlen sich auf unserer Erde wie im Paradies. Kein Lügen, keine Grenzen, keine Ideologie, kein Kalaschnikow, kein Atombombe, kein Panzer. Aber dann kommen zwei Worte erfunden, mein und dein. Erster Räuber, erster Krieg und nach ein paar tausend Jahren ist der Mensch der einzige auf der Erde. Ja, wer weiß nicht, der nicht mehr wusste, von dann dafür braucht, um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Unsere Welt spiegelt sich um dem, was wir sind. Der Mensch konnte ein Qualitätsprodukt sein. Er konnte Würde haben und sein Verstand konnte und ihn zum Nachdenken bringen. Zum Glück und Frieden brauchen wir beide. Mensch, hast du genug Verstand, um glücklich zu sein und Frieden zu leben? Fragt mein Stein. Warum produziert der Kalaschnikow Atombombe und Panzer? Warum? Warum machst du jeden Tag Krieg? Fragt mein Stein mich. Warum produzierst und verkaufst diesen Schrott? Sag mal einfach, ab heute verkaufe und produziere diesen Schrott verboten. Ja oder nein? Natürlich. Wofür brauchst du diesen Schrott? Dankeschön. Dann ohne Waffen werden wir wieder mit anderen reden, wie heute. Und hier sehe ich Menschen, mit denen kann man reden. Mensch, welche denken. Ich sehe ihre Augen. Ich bin Optimist. Ich liebe euch.